Radio Soul präsentiert Planet Soul Power Wow. Die Konferenz der Menschen. Radio Soul. The All-in-One Solution for Entertainment. Oh, herzlich willkommen hier bei Radio Soul. Es ist wieder soweit. Es heißt wieder, das waren Zeiten. Gary Anders himself ist höchstpersönlich bei mir im Sendestudio. Ich begrüße dich recht herzlich. Hey, schön, dass du da bist. Gary, es ist wieder soweit. Tolle Musik. Genau. Tolle Gäste. Was will man mehr? Das ist das Format von Gary Anders hier auf Radio Soul, regelmäßig am Donnerstag. Und heute hast du auch wunderbare Gäste mitgebracht. Ich freue mich auch. Ich begrüße euch recht herzlich. Heute bei uns Maria und Harald Bahr. Grüß euch. Hallo. Hey. Wie gefällt es euch hier im Studio? Spitzmäßig, super. Sehr angenehme Atmosphäre. Genau. Sehr schön. Wunderbare Menschen. Woher kommt ihr? Wiener Neustadt. Wiener Neustadt, sehr gut. Ja, Gary, ich habe mir gedacht, heute werden wir dich nicht zu Wort kommen lassen. Ja, kein Problem. Die beiden Gäste haben so ein tolles Thema, also du kannst wieder heimgehen. Solange du mir Hitparade spielst. Okay. Dann gehst halt du die Firmen schön und ich mache mir einen schönen Abend. Ich habe schon Hunger. Ja, geht schon. Nein, aber die Firmen darfst du selber begrüßen lassen. Oh, danke. Also das darfst du noch. Also ich darf da bleiben. Ja, was hast du denn eigentlich vorbereitet? Ja, ich habe vorbereitet, dass ich meine Hitparade natürlich spiele. Mhm. Keine Frage, das ist ja die beste Musik. Ja. Ja, und dann lasse ich ein paar Firmen grüßen, ein paar Schlagzeilen. Ja, so dieses Mal hast du deine Rock-Hit-Parade sogar. Heuer ist Rock dran, ja, genau. Ja, also die besten Rock. Die besten Rock-Songs für mich. Mhm. Und das wird wieder ein Rätsel raten, so wie vor 2 Jahren, wie die Nummer 1, wie man, kannst du noch erinnern, wie man da ja, überlegt richtig, haben, wer ist die Nummer 1, wer ist die Nummer 1 und dann natürlich Falco. Genau, Helden. Da haben wir dann sogar den Falco Simona angerufen. Genau. Ja. Schöne Erinnerungen, aber es heißt ja auch, es waren Zeiten, aber jetzt geht es darum, was wir heute machen. Was machen wir heute? Ich würde sagen, die Maria und den Harald, die werden wir heute vorstellen, aber machen wir vorher ein Lied, oder? Was hältst du davon? Also, ja, wir können als erstes einmal Nummer 21 von meiner Hitparade spielen. Und dann lasse ich eine Firma schön grüßen, wie immer. Ja. Und zwar Zita Nähstudio aus Berndorf. Mhm. Ganz eine Liebe, das heißt, wenn ihr was braucht, nähen müsst, dann schaut einfach auf www.zitter-nähstudio.at. Mhm. Da seht ihr dann alles, wo sie ist, Telefonnummer, wirklich nett und empfehlenswert. Und ihr Wunsch ist Kelly Family and Angels. Wunderbar, dann spielen wir jetzt einmal deine Nummer 21, Deep Purple, Perfect Strangers. Genau. Radio Soul. Ja, das war schon die erste Wunschplatte des heutigen Abends. Meine Damen und Herren, Sie hören Radio Soul am Mikrofon. Gerhard Pellegrini, schön, dass Sie mit dabei sind hier auf unserer Wellenlänge, in unserem Megahertz von Österreich auf 105,1 Megahertz und im DAB-Rundfunk natürlich auch. Ja, meine Damen und Herren, heute stelle ich Ihnen vor Seelenbar, also man könnte sagen ganzheitliche Beratung für Körper, Geist und Seele und bei mir ganz persönlich im Sendestudio Maria und Harald Bahr. Also man sieht schon da, das ist eine Wortkreation von euch. Hallo, noch einmal willkommen und ja, ich würde sagen, was macht ihr genau und vorweg auch, wie seid ihr dazu gekommen, so eine Beratung zu machen? Das Wort an wem zuerst? Ja. Also an die Maria. Ich bin Maria Bahr. Mhm. Ich bin 1967 geboren, habe 2 erwachsene Töchter und einen Partner, der sehr erfolgreich schon Jahrzehnte als selbstständiger Immobilienmakler arbeitet. Mhm. Die Mediumsausbildung haben wir fast zeitgleich absolviert und meine Berufung zum medialen Coach spürte ich schon lange und nach Auflösung meiner Glaubensmuster und Blockaden bin ich zu meiner inneren Berufung gekommen. Eine Gabe, die mir das Universum geschenkt hat, ist, dass ich Energie mit meinen Händen übertragen kann. In den Sitzungen gebe ich als Kanal die Bilder und Wahrnehmungen von der geistigen Welt weiter. Okay, du hast keine Medienausbildung, so wie ich es habe, sondern eine Medium-Ausbildung. Sehr gut. Genau. Okay. Und Harald, wie ist es bei dir? Bei mir war der Zugang etwas anders. Also ich habe schon als Kind meine ersten außerkörperlichen Erfahrungen gehabt, aus Krankheitsgründen damals.
und habe mich dann mit jungen Jahren schon sehr viel mit Astronomie und Mikrokosmos, Makrokosmos beschäftigt. Astrophysik zum Beispiel. War ein Hauptthema bei mir und das war wirklich, das habe ich jahrelang verfolgt. Und bin dann aufgrund einer Krankheit vor 12 Jahren, wiederum habe ich wieder außerkörperliche Erfahrungen gehabt, ich habe die Welt mit anderen Augen danach gesehen. Ja. Also wenn man dann sozusagen schon fast tot ist und wieder zurückkommt, dann lernt man alles anders zu schätzen. Und das war dann bei mir der Fall. Das heißt, da möchte ich kurz einhaken. Und zwar außerkörperliche Erfahrung bedeutet, dass du eigentlich dich wahrnimmst, auch ohne Körper, dass du eine Seele und ein Bewusstsein bist. Wir haben, also ob man es ja, man kann es als Seele bezeichnen, wir haben ein Bewusstsein, wir haben einen Energiekörper. Mhm. Ja, und unser Energiekörper, der bleibt ja, der ist ja in diesem Körper nur auf Besuch. Mhm. Also der Körper an sich trägt uns ja nur jetzt über eine gewisse Zeit durch diese Welt. Die Energie, die Seele, der Feinstoffkörper oder wie man es auch bezeichnet, der bleibt ja. Die geht ja nicht verloren. Und bei meinem Fall war es so, dass der Energiekörper aus dem Körper ausgetreten ist, also die Energie sozusagen, die Seele, und ich dort eine deutlich lange Auszeit hatte vom Körper und in dieser Zeit mein ganzes Leben analysiert habe. Das ist vor mir gelaufen, ist tatsächlich gelaufen. Mhm. Und mein Film war aber noch nicht zu Ende, der da gelaufen ist. Ja, und deshalb bin ich dann auch wieder zurück, bin auch gesundet, wie man sieht, und habe dann mein Leben komplett umgestellt. Ja. Also man vertieft sich viel mehr in das, was wir nicht sehen. Man überdenkt seinen Lebensstil, manchmal die Ernährung, manchmal die Bewegung. Und man lernt viel mehr zu schätzen, was man vorher gar nicht bewusst war, welchen Wert das alles hat. Ich finde es schön, dass du uns das beschreibst, eben, und weil viele in der heutigen Zeit wird das irgendwie total vergessen, dass wir eben mehr sind als das, was wir sehen, und auch das Leben mehr ist als das, was wir sehen, eben, dass wir eben ein Körper und eine Seele und ein Geist gemeinsam sind. Genau, das ist alles zusammen wichtig und dass man auch auf das schauen soll. Nicht? Genau so ist es. Also je mehr wir auf den Körper schauen, umso freier und umso mehr öffnet sich auch unsere Gedankenwelt und unsere Seele. Und unser Geist. Also, ja, und der Geist natürlich. Mhm. Und je mehr wir unseren Körper vernachlässigen und unser hiesiges Leben sozusagen nicht wertschätzen wissen, ja, dann gibt es viele Blockaden im Leben, es gibt immer wieder Abstürze, man kommt immer wieder in negative Umgebung und es wiederholen sich oft Sachen, ob das jetzt beruflich ist, ob das privat ist, ob das gesundheitlich ist, ja, weil man ganz einfach sich nicht öffnet oder nicht bewusst das ist, was man eigentlich ist. Ja. Und du bist ja 34 Jahre Unternehmer, selbstständig und auch in der Immobilienbranche, in einer bodenständigen Branche auch. Ja. Und das ist ein schöner Aspekt eigentlich, der dich bereichert wahrscheinlich im Leben auch. Genau, also es bereichert unheimlich, weil ich ja nicht nur die Ware sehe oder das Geschäft als solches, was jetzt ein Abschluss, ein Geldabschluss und ein Kauf und Verkauf stattfindet, sondern es stecken auch in vielen Immobilien, vor allem in alten Immobilien, stecken viele Emotionen. Mhm. Auch bei den Verkäufern, bei den Erben oder bei den Menschen, die etwas kaufen wollen, etwas Historisches, was erhalten werden kann und so weiter. Und das spüre ich natürlich, das kommt mit. Mhm. Ja, und dann ist es gut, wenn man oft unterstützen kann und bei der richtigen Entscheidung. Ja. Schön. Ich finde das toll, dass ihr das auch zu zweit macht, als Paar, dass ihr dieses Wissen, das ihr euch angeeignet habt und auch lebt, auch weitergeben könnt an andere Menschen. Also wir werden heute auch noch erfahren, wie man zu euch kommt, wie man sich beraten lassen kann. Und jetzt habt ihr mal einen Musikwunsch frei bei mir. Sehr gut. Okay. Also wir wünschen uns den Red Wine, weil wir ganz einfach sehr entspannt unsere Urlaube auf dem Segelboot genießen und das ist sehr passend, finde ich. Perfekt. Auf Segelboot werden wir auch noch zurückkommen nach dem Song. Jetzt, aber jetzt gibt es Red Wine von UB40 und dann geht es gleich weiter im Interview. Jawohl, das ist die richtige Musik. Nicht nur für hier, für Radio Sol, sondern auch
für ein schönes, ja, schöne Begegnung oder eine schöne Reise im Boot. Das ist möglich mit Maria und Harald Bahr. Sie sind heute bei mir auch im Sendestudio. Ihr habt ganz spezielle Touren, kann man sagen, mit dem Boot. Erzähl uns einmal kurz, bring uns ein bisschen das Feeling hinein. Naja, wir bieten unseren Klienten, da wir ja gerne segeln, also wir sind jedes Monat in Kroatien, in Dalmatien eigentlich und genießen eine Segelwoche, bieten wir unseren Klienten sozusagen ein Channeling, ja, also Sitzungen auf unserem Boot an. Wir nehmen die in der Früh mit, wir fahren aus dem Hafen raus, setzen die Segel, lassen den Motor weg und auf einmal kommt die Stille. Du bist nur im Wasser, du bist nur im Boot und wir fahren dann stundenlang raus, suchen uns eine Insel, einen Ankerplatz, sind dann mit diesen Klienten immer nur zu zweit, einer vorne, einer hinten oder wir nehmen das Beiboot, fahren auf die Insel und alleine schon die Fahrt hinaus, wenn du wegfährst von der Stadt, wenn diese ganze elektromagnetische Störung, die du hast, durch diese vielen Strahlen, das fällt weg, je weiter du weg bist, umso mehr fällt das ab, ja, und dann sitzt du. Und dann kannst du wirklich in das Thema einsteigen. Du kannst dich komplett entspannen. Du kannst in dich gehen. Du kannst dein höheres Selbst holen. Also wir können uns mit den Klienten verbinden optimal. Mhm. Und wir sehen, wie das von den Menschen abfällt. Also diese Last von Alltäglichen, die ist weg. Nach 10 Minuten kannst du mit dem Klienten oder mit der Person sozusagen sprechen, ganz, ganz frei. Und es ist immer sehr angenehm. Wir bekommen sehr viel positive Resonanz. Jetzt stell dir vor, du bist jetzt 8 Stunden unter Segel unterwegs auf einer Insel. Ja? Du hast nichts außer das Wasser, den Wind, keine Geräusche. Kein Handy läutet, da gibt es keinen Empfang mehr. Da bist du dann natürlich viel leichter in deinem eigenen Mitte, du kannst viel leichter neue Wege einschlagen und dann durch diese Kombination dann in dieser neuen Umgebung auch eine Beratung von euch zu bekommen. Ihr habt schon gesagt Channeling, vielleicht sollte man kurz erklären, was das ist. Channeling ist sozusagen, ihr verbindet euch mit dem höheren Selbst des Klienten und könnt sozusagen Informationen abrufen für den Klienten. Also wir beraten, unsere Klienten kommen mit verschiedenen Themen. Oftmals geht es um Entscheidungen, wie geht es im Leben weiter, es gibt ein neues Jobangebot, es gibt neue Wohnungsangebote, soll ich die Stadt wechseln, etc. etc. Und das passiert so, wir arbeiten als Medium. Ja, wir sind ausgebildet als Medium, arbeiten als Medium und verbinden uns mit dem höheren Selbst des Klienten. Ja, und nachdem diese Verbindung stattgefunden hat, ist es dann so, dass diese Fragen kommen. Oftmals auch geht es über Verstorbene zum Beispiel, es war jetzt in der Zeit, also um Allerheiligen, ganz intensiv. Und dann gibt es immer wieder Themen, die gern jeder behandelt hat. Wir verbinden uns mit dem höheren Selbst, holen unsere Geistführer dazu, das heißt, wir haben Geistführer. Das können sein Verstorbene von uns, mein Großvater, meine Mutter. Es können auch bekannte Persönlichkeiten sein. Also ich hatte auch schon griechische Dichter und Ähnliches als Geistführer. Wir fragen dann sozusagen in die höhere Dimension hinein. Ja, wir fragen die Geister hinein oder die Geistführer und bekommen dann entsprechende Antworten für den Klienten. Also wir sind ja nur das Sprachrohr. Wir übersetzen das, ja, was wir bekommen. Und das teilen wir mit. Das müssen nicht immer Worte sein. Das können oft nur Farben sein, das können Buchstaben sein, Zahlen sein, das können Gefühle sein. Ja, also das kann auf verschiedene Art und Weise kommuniziert werden. Ja, also man kann sich nicht vorstellen, dass da jetzt jemand oben ist, der spricht. Das auch. Aber oftmals ist es ganz anders. Gut. Maria, was sind denn so die Hauptthemen, womit die Leute zu euch kommen? Entweder sind es ganz banale Sachen, wie mein Mann schon gesagt hat, Jobwechsel, Haus, Wohnung, Finanzielles ist auch überhaupt in der jetzigen Zeit ein großes Thema. Ja, Beziehung natürlich. Wahrscheinlich, oder? Beziehung natürlich, das ist ein großes Thema bei den Frauen. Okay, wann kommt der Prinz? Schön. Ja, wirklich, diese Frage, wann, die Zukunft, ne? Kommt jetzt bald, was ist da los? Ne? Ja. Also die Themen, die uns ja ständig im Kopf rotieren und da kann man mal eine Stimme, also kann man sozusagen mal eine Perspektive von euch bekommen, die einem ins Klare bringt.
Weil oft hören ja die Gedankenkreisel gar nicht mehr auf und es ist ganz gut, wenn man das einmal hört. Genau, was würde mein höheres Selbst dazu sagen? Das ist schön. Genau das. Ja, wunderbar. Na Gary, was würde der Gary dazu sagen, wenn ich jetzt sage, Gary, du bist wieder dran und du darfst jetzt wieder zu Wort kommen? Gary hat jetzt zugehört über Frauen, die einen Prinzen suchen. Du suchst auch einen Prinzen? Nein, deswegen bin ich nicht drauf, immer auf die Videos, weil sonst würde dein Handy dein Telefon heiß laufen. Ja, genau. Also, da muss ich dazu sagen, meine Damen und Herren, wenn Sie gerade eben zuhören, wir nehmen das Prinz, gerade aber, diese Sitzung auch auf mit einer Kamera, aber der Gary ist nicht im Bild drin. Den haben wir weg. Nein, Gary, ich habe aber einen anderen Grund, warum ich die nicht reingenommen habe. Okay, gut. Ja, zum anderen, natürlich lasse ich wieder eine Firma schön grüßen, was ich immer gern mache, die Firma Zehmann. Sonnenschutz- und Sicherheitsfolien in Neudörfel. Erkundigt euch unter www.fensterfolien-zehmann.at. Schaut rein, da wird es alles finden, was zu diesem Thema ist. Genau, und mit diesem Gruß an diese Firma gibt es auch ein Lied dazu. Ja, er hat sich gewünscht, auch einer meiner früheren Helden, EAV 300 PS. Genau, die spielen wir jetzt. Und nachher gleich kommt ein Song. Meine Nummer 20. Nummer. Und zwar ACDC Thunderstruck. Okay, also jetzt einmal die Vollgas. 300 PS Vollgas, genau. Vehicle. Rise your sun, get your show. Das gibt's nur auf Radio Soul. Deine eigene Radioshow. Wir präsentieren dich. Jetzt Sendetermin buchen. office@radiosoul.at. This is the greatest show. So ist es. Und in der heutigen Show heute Maria und Harald Bahr. Wir haben gerade gehört, meine Damen und Herren, man kann in wichtigen Lebensfragen, kann man, sagen wir mal, Beziehung oder Arbeit oder Wohnung, finanzielle Situation, Gesundheit, all das, diese wichtigen Lebensfragen, die kann man auch, da kann man auch das höhere Selbst befragen und ob wir zu, man könnte sagen, in Einklang mit unserem Seelenplan, mit unserem Seelenweg auch wirklich leben, ob das im Einklang ist. Und dabei helfen eben Maria und Harald Bahr mit Seelenbahr. Schauen Sie mal auf die Webseite seelenbahr.at, also Bahr mit E, also B-A-H-R geschrieben. Das ist euer Familienname. Und wir haben gerade gehört, ihr helft euren Klienten ganz besonders, in ihre eigene Ruhe und Mitte zu kommen. Das ist ja heutzutage gar nicht mehr so einfach. Zum Beispiel, dass man eine Tour mit einem Boot kombiniert und dann diese Beratung, Betreuung hier hat. Aber man muss nicht unbedingt aufs Boot steigen. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Welche Touren bietet ihr noch und welche Möglichkeiten habt ihr noch, um zu so einer Beratung zu kommen? Ja, also schön, dass du das ansprichst. Es ist so, dass wir sehr gerne in der Natur sind und sehr gerne in der Natur unterwegs sind, weil wir diese auch bewusst erleben wollen und dürfen. Wir haben zum Beispiel im Hafnerberg, ja, diesen Druidenstein, der ja hier in der Umgebung sehr bekannt ist, den besuchen wir auch öfters. Es ist so, dass dieser Druidenstein auch nachweislich, für uns sowieso klar, aber auch nachweislich, sehr viel energetische, störende Energie wegnimmt. Also das heißt, du bist dort fast in einem neutralen energetischen Feld. Mhm. Und wir bieten unseren Klienten gerne an, dass wir gemeinsam von den Hafnerberg, von der Kirche weggehen, diese 15 Minuten hinauf zu dem Druidenstein und dort sozusagen diese Channelings, diese Sitzungen mit den Klienten wahrnehmen. Was bei uns noch hinzukommt, ist, dass wir den Einstieg in das Ganze, weil der Klient ja sozusagen unerfahren ist meistens, ja, wie komme ich herunter, wie finde ich mich jetzt selbst, wie komme ich überhaupt zu meiner Seele, Und wie öffne ich meine Antennen, dass ich überhaupt empfangsbereit bin? Da haben wir den Vorteil, dass Maria als ausgebildete Yoga-Lehrerin sozusagen am Anfang immer ihre Atemübungen praktiziert. Ja? Ja. Atemübungen, die Bewegungsübungen und das einige Minuten lang praktiziert, damit der Klient wirklich sozusagen seine Ruhe findet. Und wenn das geschehen ist, dann steigen wir ein. Dann beginnen wir mit dem Channeling.
ist ein tolles Erlebnis. Wunderbar. Ja, ihr habt auch in nächster Zeit, oder warte, ich wollte es noch vorher sagen, bevor wir auf die Messe kommen, man kann euch live erleben in Wiener Neustadt in der Messe, auf der Messe. Ja. Aber davor möchte ich noch sagen, natürlich, ich finde das ganz toll, weil dadurch, dass ihr mit den Klienten in die Natur geht oder eben aufs Boot geht, hat er viel leichter es abzuschalten aus dem normalen Alltag sozusagen. Aber natürlich gibt es auch die herkömmliche Variante, dass man sagt, ihr macht euch einen Termin aus, sogar Zoom ist möglich. Also über die Videokonferenz kann man genauso eine Sitzung ausmachen. Also, ja. Ja, das ist richtig. Ich habe natürlich jetzt gehabt, also ich spreche jetzt nur von den letzten Monaten, ich habe gehabt Zoom mit jemandem, der sitzt in Mexiko, mit Leuten aus Deutschland, aus der Schweiz etc. etc. Mhm. Also es ist ganz einfach, wenn man einen Ruheraum hat, dass man sie über Zoom, ja, übers Internet verbindet, funktioniert genauso. Ja. Man sieht sich auch, man kommuniziert auch sozusagen von Face to Face, halt übers Internet, aber das funktioniert genauso, ist einwandfrei und man erspart sich natürlich die Hinfahrt, die Herfahrt und man kann mit Menschen in Kontakt treten, die halt weit entfernt sind, so wie ich es auch hatte. Ja. Mhm. Also mit Mexiko war ich gerne in Terminen. Ja. Also das war ganz toll, das war ein Deutscher übrigens. Ja. Wunderbar. Ja, und die Vitalmesse in Wiener Neustadt steht an, die ist schon bald. Wann ist die? Ja, die ist vom 12. bis 14. nächste Woche. Genau, 12. bis 14. November, Vitalmesse in Wiener Neustadt, und da habt ihr auch einen eigenen Stand. Wir haben einen eigenen Stand in der Haupthalle, in der Halle 1 sind wir zu finden. Seelenbar wird hoffentlich nicht zu übersehen sein. Genau. Und dort bieten wir unseren Klienten sozusagen ein kostenloses Kennenlernen an. Mhm, ja. Schön. Also man kann Fragen stellen, wir beantworten das liebend gerne, wir helfen auch gerne, wir machen auch kleine Channelings vor Ort, wenn es jetzt um eine wichtige Frage geht oder so. Aber das können wir alles am Stand gerne beantworten. Schön, das persönliche Kennenlernen ist immer gut. Ja. Auch das Radio hat ja eine Besonderheit, dass man über die Stimme den Menschen schon kennenlernt, dass man da schon spürt, ja, da ist man sympathisch oder das kann gut klappen. Und ich würde sagen, meine Damen und Herren, Sie schauen gleich einmal nochmal auf die Webseite seelenbar.at. Und jetzt würde ich sagen, der Gary, der fadisiert sich schon neben uns. Der will auch irgendwas sagen, oder? Ja, willst du noch was sagen? Nein. Besonders beim Yoga bin ich aufgesprungen, weil auch ich sollte ja öfters runterkommen und da ist Yoga mir empfohlen worden, tief atmen und entspannen und so weiter. Und Erden, ja, genau. Und da magst du so Kurse auch, oder wie? Stunden. Das heißt, man kann dich quasi... Man kann dich buchen. Mhm. Ja, das ist toll. Und dann kümmerst du dich auch, dass der das dann richtig... Weil das ganz muss man lernen auch. Ja, sicher. Das ist ja nicht was, was man gleich einfach... Ja. Ich setze mich hier und bin entspannt. Nein. Also das werde ich nicht schaffen. Individuell auf jeden abgestimmt. Sehr gut. Okay. Gut, und jetzt kommen wir zu unserem... Ich mache ja auch Schlagzeilen. Mhm. Und das Thema heißt ja, wissen Sie noch? Ja? Und jetzt werde ich euch einmal so... prüfen. Prüfung. Was war am 9.11.1989? 89. Keine Ahnung, nein. Das wisst ihr nicht. Mauerfall. In Berlin. Das ist zwar ein Riesenereignis, aber wenn man nicht, dann fällt es ja nicht. Also wissen Sie noch, Mauerfall, 9.11.89, da warst du, glaube ich, schon 35, wenn ich mir erinnere. Aber er schaut jünger aus, ich kann es euch versprechen, der Herr Pellegrini schaut jünger aus. Ja, das ist... Nein, unter 30. Unter 30. Ja, genau, so alt bin ich auch nicht. Und dann, seid ihr sportlich, wisst ihr noch was, 1974, am 7.7.74 war... Jetzt hätte ich gesagt, der Klammer hat gewonnen, aber am 7.7. Nein, da war Sommer, da ist er gefahren. Der Krampel mit dem Dodo. Auch nicht, weißt du, was am 7.7.74 war? Da war das Finale, Fußball-WM-Finale, Deutschland-Holland. So, da warst du aber erst 10 oder so. Da war ich genau. Da hatte ich 11 Jahre. Elf Jahre. Und ich weiß, ich habe zu den Holländern geholfen, weil der Johann Cruyff, einige werden ihn noch kennen, wie er in der ersten Minute gefault worden ist, und der Gerd Müller, der leider schon verstorben jetzt ist, hat dann das 2:1 gemacht. Das war am 7.7.74. Nicht vergessen, Fußball-WM. Okay, dann wieder schöne Grüße
Und zwar, ich gehe jetzt, das wissen alle noch nicht, ich werde jetzt einen Tanzkurs machen. Hey, man sieht Lambada. Das zwar nicht an, man sieht, ja, genau, genau, Lambada oder Ballett, also irgend sowas ähnliches. Und darum, ich freue mich schon, ich mache das Ganze dann, ist kein Gruß, das ist gleich ein, ja, kannst du auf mich vorbereiten, Tanzschule Dobner in Bad Füßlau, ganz toll dort, unter www.tanzschule-dobner.at, könnt schauen, die ganzen Kurse, also ich freue mich schon. Und er hat auch einen Musikwunsch, und zwar Sweet Caroline. Von super. DJ Ötzi. Ja, da spüren wir das jetzt. Ja, es geht wieder musikalisch weiter. Hier kommt er. Liebe Grüße an den Christian Dobner, auch von meiner Seite. Sie hören Radio Soul, die Talk and Music Show, heute im Gespräch mit mir, Maria und Harald Bahr. Ich würde jetzt gerne noch etwas erfahren von euch über, ich gebe euch zwei Stichworte, nämlich Selbstwertspiegel und verlorene Seelenanteile. Erzählen Sie uns mal kurz etwas darüber. Also bei dem Selbstwertspiegel, das ist sehr interessant, das ist das Spiegelbild deiner Seele. Ja? Wir stellen diesen Klienten vor seinem Selbstwertspiegel und sehen dann hinein, wie fühlst du dich, wie nimmst du dich selbst wahr. Ja? Ich kann dann erkennen, wie sich Denkmuster und Glaubenssätze bei dir auswirken. Ja? Mhm. Das bedeutet, dass wir unseren Wert durch die Reaktionen anderer Menschen erfahren. Die sind wie ein Spiegel für uns. Ja? Also im Selbstwertspiegel sieht man dann sozusagen, wie fühlt er sich und wie steht er überhaupt da? Ja? Und da kann man sehr viel schon, da kann man schon sehr viel eingreifen, ja? Und unterstützen und helfen. Und das mit dem Seelenanteil, das ist, ich sage mal, das kann aus jetzigem Leben entstehen, das kann aus früheren Leben sein. Wir sind ja oftmals inkarniert. Ja? Wir waren im Mittelalter, wir waren Opfer, wir waren Täter, wir haben verflucht, wir haben Pakte geschlossen, ja? Und so weiter. Also auch in den Opferrollen verliert man immer wieder Seelenanteile und die bleiben so lange gebunden, ja, bis jemand kommt und sie löst oder wieder findet. Wir verfolgen das zurück, ja, die Seele sozusagen, die Seele des Klienten und versuchen dann, oder nicht versuchen, wir machen es auch, wir lösen dann gebundene Seelenanteile, wir lösen dann einen Pakt, der im Mittelalter geschlossen worden ist, der aber noch immer gültig ist, weil er ja nicht gelöst wurde. Wir bitten da dann auch, sage ich, unsere Geistführer, die geistige Welt um Hilfe und das passiert dann auch oft, ja, auch mit Erzengeln und so weiter, die uns dann dabei unterstützen. Mhm, wunderbar. Also wirklich eine besondere Betreuung, Körper, Geist und Seele in Einklang bringen, das ist möglich bei euch. Und ich sage jetzt noch abschließend, wir sind schon fast am Ende unserer Sendung, noch einmal die Kontaktdaten. Meine Damen und Herren, schauen Sie mal auf die Webseite seelenbahr.at und die nächste Gelegenheit, euch auch persönlich zu sehen, ist am 12. bis 14. November in der Vitalmesse in Wiener Neustadt. In der Arena Nova. Danke, genau. Da kann man ja auch sehen. Schön, dass ihr heute da wart und dass ihr uns super auch das mitgeteilt habt, was es alles gibt. Nämlich viele denken, vielleicht wissen gar nicht, dass es das gibt, gell? So ist es, so ja, ist es. Ja, also es ist ja noch viel umfangreicher als wir jetzt. Weil wir könnten noch Sendungen füllen, ja, glaube ich. Genau. Ganz bestimmt. Ja. Ja. Aber es hat uns wirklich Freude gemacht, hier sein ja zu dürfen. Schön. Es ist sehr unterhaltsam mit euch. Es ist eine nette super Leute kennengelernt. Ja, ganz eine super Stimmung und es freut mich, dass ihr auch auf diesem Level seid, mhm, und sozusagen auch bei euch diese Gesundheit, dieser Zusammenhalt diese positive Energie im Vordergrund steht. Ja. Das freut uns ganz besonders. Schön. Ja, da haben wir uns ja heute gefunden. Schön, dass ihr heute auf Sendung wart. Ja, und der Geri darf das Abschlusswort eigentlich sagen, oder? Ja, bin ich nett zu dir, oder? Das Abschlusswort ist, kommt gut nach Hause, bleibt gesund. Okay. Und meine Nummer 19, und ich finde, das ist ein absolut tolles Lied, Aerosmith, Dream On. Super. Wunderschön. Perfekt. Ja, dann schön, dass ihr da wart. Machen wir mit Musik weiter und dann geht's gleich weiter hier im Radioprogramm mit der Konferenz der Menschen. Jetzt spiele ich dir gerne noch kurz deine Signation ein und dann kommt Dream On. Schönen Abend an euch. Danke sehr. Dankeschön. Tschüss. Das waren Zeiten. Musik und Schlagzeilen aus 5 Jahrzehnten.
mit Gary Anders. Gary Anders. Gary Anders. Gary Anders.